Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu MuseTalk Angecheckt. Ich bin Non-Eric und heute bin ich bei Stefan im Studio. Hallo Stefan. Hallo Non-Eric. Du, ich habe was mitgebracht heute. Ja, hab schon gesehen, wir haben schon gebastelt hier. Ja, wir haben schon gebastelt und zwar ein Flexi-Screen von V-Acoustics. Und die Idee dahinter ist klar, ne? Ich habe keine Gesangskabine, keine richtige ausgebaute Gesangskabine, möchte aber mal auf die Schnelle Vocals aufnehmen oder eine Stimme für ein Hörbuch. Und da gibt es diese, gibt es ja von verschiedenen Herstellern solche Screens, die man an den Mikrofonständer montiert und hat dann so eine halboffene Gesangskabine. Hast du sowas schon mal getestet oder schon mal ausprobiert vorher? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nun selber irgendwie einen optimierten Raum für Gesangsaufnahmen, deswegen brauche ich selber das nicht. Aber dieses Problem ist mir grundsätzlich sehr vertraut, weil ich es oft mit Aufnahmen zu tun habe von Musikern, Sängern, die halt ihre Gesangsaufnahmen irgendwo in der Stube oder irgendwo aufnehmen. Und die umgebende Raumakustik spielt also eine sehr große Rolle bei der Stimmenaufnahme. Ne? Vor allen Dingen, wenn man nicht so laut singt. Na, ich habe den Screen auf jeden Fall mal mitgebracht und wir machen jetzt einfach mal eine kurze Aufnahme. Ich werde mal ganz leise sprechen. Wenn du hast schon im Vorgespräch gesagt, das ist meistens das Problem. Ja, ja. Ja, wenn ich dann den Kompressor brauche, um das ein bisschen hochzuziehen, zieht man auch den Raum mit hoch. Ganz genau. Und dann werde ich mal reinbrüllen und dann werden wir vielleicht auch mal den Screen abnehmen und mal so einen AB-Vergleich machen. Wollen wir es mal probieren? Na klar. Okay, das Ding steht hier. Ich gehe mal ins Mikro. Ne? Ich bin ein bisschen vorbereitet. Ich kann jetzt hier aufnehmen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, das haben wir, ne? Ja, ist da. Okay, dann mache ich es mal ein bisschen lauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt gehe ich mal ein klein bisschen weiter weg, weil ich jetzt mal so reinschreien werde, ne? Soll das auch haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt bin ich mal gespannt. Stefan, wollen wir gleich das Gleiche nochmal aufnehmen ohne den Screen? Ganz genau. Ich lasse das einfach laufen hier. Ja, lass einfach laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ach, eine Sache möchte ich mal ausprobieren. Das hattest du nämlich am Anfang gesagt. Da hatten wir auch diese lustige Idee mit dem Karnevalsprinzen, der hinten diesen großen Fächer hat. Ja. Was du mal machen kannst, ist, halt das doch mal von hinten. Weil das ist ja im Prinzip das, was wiederkommt, ne? Von hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, noch ein Stück zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Alright, jetzt hören wir da mal rein. Okay. So, jetzt bin ich ja mal echt gespannt, ob wir da schon gleich was hören können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber jetzt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, Stefan, sag mal, was meinst du? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mir den Unterschied ein bisschen größer vorgestellt. Liegt aber auch daran, dass wir hier eigentlich schon ganz genau eine Situation haben, wo man sagen würde, ging ja eigentlich auch ohne, ne? Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ja, ne? Ja, ganz genau. Man müsste das selber nochmal machen und vielleicht bei mir im Badezimmer sozusagen. Da würde man den Unterschied sehr viel deutlicher hören. Das machen wir jetzt. Hast du Kabel? Soweit? Ja, klar. Wollen wir es noch machen? Ja, von mir aus. Geil, machen wir. Komm. So, jetzt haben wir hier ja wohl optimale Bedingungen. Stefan, du hörst mich? Ja, Moment mal. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall eine akustische Situation, die völlig ungeeignet ist für eine Vocalaufnahme. Der Extremtest. Läuft. Läuft, alles klar, dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, jetzt gucken wir mal, wie in dieser Extremsituation der Screen jetzt arbeitet, ne? So, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hurra! So, jetzt probieren wir das Gleiche nochmal mit dem Karnevalsprinzen tragen. Genau. Ja? Kann mir jetzt ein bisschen drehen, damit ich... Genau. So. Okay. Geht los, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt machen wir mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das mache ich mal laut, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ich habe mittendrin. Ich habe es aber gehört, wie du es runtergemacht hast. Weggenommen. Ja. Na, dann hören wir mal rein, ne? Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt vielleicht die bessere Strategie ist, ne? Ja, ich habe nur mittendrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist wirklich besser. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stefan, so, ja. Was ist dein Fazit? Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte mir den Unterschied ein bisschen größer vorgestellt. Ich war so ein ganz kleines bisschen enttäuscht. Jetzt haben wir den einen Fall gehabt, da war es nur ein bisschen zu gut, sagen wir mal, die Raumakustik. In dem zweiten Fall war die Raumakustik ein bisschen zu schlecht. Bei beiden Fällen haben wir relativ wenig Wirkung gehabt. Ganz ne? Genau. Also könnte man sich ja nur vorstellen, dass man vielleicht, wenn man einen Raum so dazwischen hat, dass es dann gut funktioniert, aber es hätte gefühlt, hätte ich jetzt gedacht, dass man zumindest mal einen Schritt weiterkommt, dass man in deinem Bad keine brauchbare Aufnahme hinkriegt, das war schon klar. Aber man hat eben auch, als man mal mit und ohne gemacht hat, meiner Meinung nach zu wenig Unterschied gehört. Geht mir ganz genauso. Ich hatte fast sogar den Eindruck, dass der Unterschied noch größer ist, wenn ich es hinter dir aufbaue, als von vorn. Absolut. Na, das war schon interessant. Ist eigentlich logisch, irgendwie ein normales Gesangsmikrofon mit Nierencharakteristik nimmt natürlich erstmal den Schall der Stimme auf und das, was hinter dir ist, als das, was vor dir ist. Absolut. Na, insofern war es beinahe logisch, irgendwie, dass der, wie gesagt, der Raum oder die Raumakustik hinter deinem Kopf wichtiger ist als vor dir. Absolut. Na? Also ich werde das auf jeden Fall auch noch mal bei uns im Music Talk Studio checken, weil da haben wir so eine La-La, also nicht so gut wie bei dir hier in der Regie, aber auch nicht so schlimm wie in deinem Bad. Ja. Und dann geben wir der Sache noch mal eine Chance. Aber hier würde ich jetzt erstmal sagen, du kannst hier in deinen Räumlichkeiten damit relativ wenig anfangen, oder? Das ist richtig. Ja, ja, so richtig zwingend sind nicht. Vielen Dank, dass wir bei dir mal den Flexi-Screen anchecken durften. Gerne. Danke. Wie angekündigt, habe ich den Flexscreen auch noch mal im Musetalk Studio ausprobiert. Musetalk Studio ist akustisch suboptimal, ist ganz okay, vielleicht auf dem Level eines gut möblierten Wohnzimmers. Für eine Vocalaufnahme noch nicht ausreichend trocken genug und hier sollte der Flexscreen doch helfen. Ich habe Aufnahmen gemacht mit und ohne Flexscreen und habe dann auch noch mal eine DIY-Lösung, nämlich einfach mal einen schweren Vorhang genommen und den hier einfach hingehalten und auch mal gehört, wie sich das denn so im Vergleich macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mein Fazit ist, ich muss sagen, ich bin immer noch enttäuscht, obwohl man über den Kopfhörer schon noch einen Unterschied hören kann mit und ohne Flexscreen, aber keinen echten Unterschied zwischen Flexscreen und dem Vorhang. Allerdings muss ich sagen, ist der Effekt doch deutlich geringer, als wie ich erhofft habe. So bleibt es mehr oder weniger bei dem Fazit, das ich schon mit Stefan gezogen habe. Der Flexscreen-Effekt ist doch ganz schön gering. In Stefans Regieraum war die Akustik einfach schon viel zu gut. Da hat man keinen Unterschied gehört. Im Bad von Stefan, da war der Flexscreen auf jeden Fall schon überfordert. Hier bei mir gibt es einen kleinen Effekt, aber der Effekt ist minimal. Ich bin mir sicher, wer nur ab und an mal eine Sprachaufnahme macht, der kann sich genauso gut mit einer DIY-Lösung behelfen. Natürlich ist die dann nicht so schön und sieht nicht so professionell aus, wie der Flex ist. Deswegen muss sich jeder überlegen, ob ihm das Geld für den Flexscreen wirklich wert ist. Auf meinem Musometer kann ich dem Flexscreen nur einen von 5 möglichen Punkten geben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Bis dahin, make more music mit Musetalk. Tschüss. Man hört den Raum schon noch mit den Dingen an. Ja. Klar. Müssen wir sie zumachen. Ja. Machen wir nochmal. Bist du soweit? Ja.